Advent, Advent, ein Kerzchen brennt. Und erst ein Advent, Leute. Geschieht euch das auch? Man zündet eine an und dann brennt der ganze Laden. Jetzt versuche ich es auszupissen, aber zu viele Chilis. It burns. Johnny's Xmas Special. Und heute Folge 1, Johnny's Fleisch-Adventskranz. Wir bauen uns einfach einen neuen. Wenn der alte abgebrannt ist, nehmen wir einen neuen. Und hier Lauchzwiebeln rein in 1,5 Kilo halb und halb Hack. Und ordentlich Paprika Rote. Das sind Weihnachtsfarben. Dazu haben wir es natürlich gewürzt mit Chiliflocken, Paprikapulver, scharf, schwarzer Pfeffer, Knoblauchpulver, Salz. Ja, und jetzt schön durchkneten, das geile Hack. Oh. Und hier ein kleines Backblech, ne, mit ein paar Löchern drin. Denn die Suppe kann auch ein bisschen ablaufen. Ein kleines Bacon-Bett wird gewälzt quasi, ne, so einmal im Kreis. Perfekt, und jetzt gibt's eine kleine Schicht von unserem Hack. Jawohl. Und hier unser Schweinefilet. Wir haben ein halbes genommen hier und jetzt schneiden wir eine schöne Tasche erstmal rein. Ganz genau. Und jetzt kommt als erstes Salz. Dann Chiliflocken. Und jetzt Knoblauchpulver. Ganz genau. Und jetzt der schwarze Pfeffer und Paprikapulver scharf. Und ein Emmentaler stopfen wir da rein. Und von der Rückseite würzen wir es nochmal genauso. So, und jetzt zack, auf den Teller damit erstmal hier. Genau. Da machen wir 4 Stück von fertig insgesamt. Ganz genau, da ist der 4. Jawohl, und jetzt wird der Kuchen hier belegt. Hier, genau, hier kommt einer hin. So, da, hier, ein bisschen fummeln hier. Perfekt. Und hier, genau. Oh, das wird ein Kranz. Und jetzt mit dem restlichen Hack hier schön oben drauf und drumherum kneten hier. Das ist wie im Sandkasten spielen hier, genau. Und jetzt den Bacon, der da überlappt. Hochlunsen, ganz genau. Schön draufziehen, genau. Jetzt von innen hier, ja, seht ihr das? Das klappt wunderbar. Und jetzt immer ein Baconstreifen oben drauf. Der Kreis muss geschlossen werden. Oh, das ist gut. Das ist mal ein richtig schöner Fleischkranz. Tada! Nun, ja, ab auf den Grill damit hier. Ja, Kohle an hier. Fire on. Und rein in den Pott hier. Schönen Kreis schütten, einmal eine Runde, genau. Ja, super. Ja, das klappt wieder wunderbar hier. Oh, das funkt. Eine Schale in der Mitte mit Bier rein. Bier. Oh ja. Und nun den Deckel drauf. Und jetzt kann natürlich unser Crunch. So, da. Oh, und den Deckel drauf. So, nach 2 Stunden Backen sieht das hier so aus. Jetzt mit Ahornsirup bestreichen. Und jetzt, oh, wie das läuft. Ja, nicht geizen damit. Kann ordentlich eine Ladung drauf geballert werden. Super sieht das aus. Und jetzt das Ganze für eine Stunde weiter brodeln lassen. Oh, ja, Freunde, wir brauchen noch ein paar Kerzen für unseren Baum. 2 frische Bratwürstchen dahin, jawoll. Und zack, die sehen gut aus, ja, genau. So, jetzt nehmen wir das ganze Gerät mal runter, ja, genau, super. Und, tada, das sind unsere Kerzen. Die halbieren wir, genau, jeder einmal durchschneiden. Denn wer will denn so lange Kerzen haben, ne? Zack. Die stopft man dann einfach in den Kranz. Und da sind sie auch schon. Fire on hier. Ich zünd meine Wurst an. Advent, Advent, ein Würstchen brennt. Freunde, hier ist das Rezept. Zutaten. Ihr wollt sehen, wie das Gerät mal von innen aussieht. Naja, gleich kommt's. In wenigen Sekunden. Bleibt dran. Ja, da ist es schon. Ich schneide an, ganz genau. Ja, super. Ja, das ist mein Adventskranz. Der hält garantiert nicht bis Weihnachten, Leute. Oh, ein schönes Stückchen hier ab auf den Teller damit. Ja, sieht doch gut aus, oder? Kommt noch eins. Johnny hat Hunger. Oh ja. Und zack, yeah, da seht ihr es nochmal von innen, super lecker, ja, yeah. Und hier, noch ein kleines Auswahlmenü. Im nächsten Advent kommt der nächste Weihnachts-Johnny.
Seid gespannt. Hier, klickt auf Folge 13 oder 19 hier oder was das ist hier. Ribeye Steaks, ne? Ja, also, Boys and Girls, ballert's euch rein. Ciao, bis nächste Woche.